Ja, guten Tag. Gestern war Ratssitzung und ich möchte an dieser Stelle die wichtigsten Ereignisse noch einmal zusammenfassen. Dominiert wurde die gestrige Ratssitzung ganz wesentlich vom Thema Klima- und Umweltschutz. Wir hatten am Tag vor der Ratssitzung in unserer Fraktion auch ein sehr intensives Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern und Studenten von Fridays for Future, wo wir uns nochmal abgestimmt haben. Und in der gestrigen Ratssitzung ist es dazu gekommen, dass ein interfraktioneller Antrag beschlossen wurde, an dem die Linke selbstverständlich auch beteiligt ist. Und dieser Antrag sieht vor, dass wir in Braunschweig ganz stark versuchen werden, die Forderungen von Fridays for Future umzusetzen. Das Klimaschutzkonzept wird fortgeschrieben. Die Schülerinnen und Schüler und Studenten werden in zukünftige Prozesse eingebunden, damit Braunschweig an dieser Stelle deutlich besser wird als in der Vergangenheit. Ein weiteres wichtiges Thema betrifft auch die Schülerinnen und Schüler. Es geht um das kostengünstige Schülerticket. Das beschäftigt uns jetzt schon seit 8 Jahren. Und der letzte Stand war, dass ein rot-rot-grüner Antrag vom Rat beschlossen wurde und der sieht vor, dass es entweder eine regionale Lösung gibt oder die Stadt ein kostengünstiges Schülerticket zum nächsten Schuljahr anbietet. Da gibt es jetzt diverse Schwierigkeiten in der Region und auch beim Land. Nichtsdestotrotz war gestern sehr erfreulich, dass alle antragstellenden Fraktionen zu ihrem Wort stehen. Die Linke tut das sowieso, aber auch SPD und Grüne haben bekräftigt, dass zum nächsten Schuljahr ein kostengünstiges Schülerticket kommt. Das Thema Wohnen stand wieder einmal auf der Tagesordnung. Bodenvorratspolitik war ein Thema. Hier ist es leider so, dass von der Stadtverwaltung in den letzten Jahren fast nichts mehr unternommen wurde, damit wir selber Bauland entwickeln, Bauland erwerben, dass wir der Wohnungsnot entgegentreten. Hier muss zukünftig von der Stadt deutlich mehr gemacht werden. Und als weiterer Punkt möchte ich nennen das Thema Energiearmut. Hier hatte unsere Fraktion bereits zum 4. Mal eine Anfrage gestellt, bei wie vielen Haushalten der Strom abgestellt wird. Es sind immer noch rund 800 Haushalte, die davon betroffen sind, davon auch knapp 80 Haushalte, wo kleine Kinder betroffen sind. Und unsere Anfrage hat auch ergeben, dass es Haushalte gibt mit kleinen Kindern, wo auch die Sozialverwaltung nicht helfen könnte. Das ist für uns ein nicht hinnehmbarer Zustand, gerade wenn Kleinkinder betroffen sind. Dann kann es zu lebensbedrohlichen Umständen kommen, wenn der Strom abgestellt wird. Deshalb werden wir die Antwort der Verwaltung zum Anlass nehmen, hier mit einem Antrag an den Rat tätig zu werden, weil wir wollen, dass die Praxis der Stromabstellung, insbesondere wenn Kinder und auch kranke Menschen betroffen sind, in Braunschweig nicht mehr praktiziert wird.